schnell und ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt irgendwie seelisch drunter leidet, obwohl ich davon überzeugt bin, dass sie es können. Aber jetzt hat sie eine ruhige Umgebung, sie hat keine Schmerzen mehr, sie wird nicht durch die Gegend geflogen. Schöner hätte sie es jetzt nicht machen können. Bitte schön. Ihr könnt ja noch ein bisschen draufhalten, wenn ihr rausnehmt. Keine Zehe rühren. Was bedeutet das für den Alligator jetzt auch für die Zukunft? Wird er, also wird er wieder gesund oder was müsst ihr machen, damit das verhindert? Also wir haben schon getan, und die Gelenke und die Muskulatur holen sich. Also das ist halt wie nach einem Sportunfall oder irgendeinem Trauma. Aber man sieht ja, er bewegt sich wieder normal, er frisst gut. Das ist nicht das Problem, was mehr. Und er kann auch kein grelles Licht ertragen, weil eben diese Augen ohne Pigmente sind viel, viel lichtempfindlicher. Das heißt, er wird nie auf der Sandbank liegen und in der Sonne purzeln, sondern der wird immer im Halbdunkel leben müssen. Der wird und vorher tun wir gar nichts. Also jetzt wir dürfen nur entscheiden, heute gibt es dies oder jenes zu essen oder die Tür wird aufgemacht oder nicht. Aber Eigentümer und Bevollmächtigter ist der Staat und wir werden das tun. Kannst du mal kurz erzählen, wie der Alligator zu Ihnen gekommen ist? Ja, im Grunde war das der ganz normale Weg. Das Tier ist am Flughafen aufgegriffen worden, da weiß ich über die Hintergründe wenig. Und wir kriegen dann einen Anruf und das Tier wird zu uns gebracht zur Verwahrung und gegebenenfalls zur Behandlung. Die fürchterliche Muskelschmerzen haben auch die Gelenke waren durch die Fesselung ganz massiv getroffen und ich habe ihn dann untersucht und die Behandlung eingeleitet. Das heißt, er hat dann erstmal Infusionen. Es kann sein, dass der am nächsten Tag gleich weg kann. Es wird viele Leute geben, die den wollen. Ich traue mal wetten, wenn wir den heute auf die Homepage setzen, habe ich morgen 50 Mails aus Südostasien mit unsinnig. Also meine Kollegen trotzdem anschauen. Ja, man soll sich ja immer bieten, negative Wünsche auszusprechen. Aber sagen wir mal so, ich würde jetzt nicht weinen, wenn mir ein Dachziegel auf den Kopf fällt, ganz ehrlich. Weil das, was dieser Mensch mit diesem Tier getan hat, ist eine unerträgliche. Ein Tier fast umzubringen ist, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, zu Tode zu foltern und es im Koffer zu transportieren. Das ist eine bodenlose Sauerei und ich hoffe, dass die wirklich die gesamte. Ja, ich bin mir ganz auf den T-Shirt, das ist auch weiß, ich bin auch das.